Hallo und herzlich willkommen zu Episode Nummer 19 oder 20. Ich sollte vorher vielleicht mal nachgucken. Naja, auf jeden Fall willkommen zurück. Es geht weiter. Wir sind nämlich schön ins Grüne hinaus, um das ein oder andere Monster zu killen und vielleicht auch ein bisschen frische Luft zu tanken. Momentan ist das mit der frischen Luft aber so ein Problem. Denn hier ist alles echt voll die Seuche. Sehr komische Kreatur, die hatten wir jetzt bislang noch nicht. Aber die sind lustig, man muss einfach nur auf das gelbe Leuchtende schießen und schon hat man gewonnen. Das spart ja ungemein Munition. Toll. Das sind Viecher nach meinem Geschmack. Sehr eklig. Wir irren jetzt gerade auf der zweiten Etage rum von unserem kleinen Mini-Bauernhof. Unserer Mini-Farm. Oh, hier sieht es echt heftig aus. Hier schweben auch die Beine. Was ist denn da los? Da fehlt wohl die Schwerkraft gerade. Credits nehme ich gerne. Jetzt gucken wir erst einmal, was passiert. Aha. Gehen wir doch mal rein. Eintritt Schwerelosigkeit. Ja, gegen Schwerelosigkeit habe ich ja soweit nichts. Eigentlich. Können wir ein bisschen... mal an der Wand hängen. Mal so richtig abhängen. Das ist gar nichts. Oh. Das ist aber nicht so nett. Man stellte sich vor, ich hätte mich da rein katapultiert. Hier kann ich aber was ziehen. Hey, ich sehe ja nichts. Waren das nur zwei Viecher? Sind da rausgekommen. Ah, bewegt sich auch noch. Das ist vielleicht ein komisches Szenario. Ich hier irgendwelche Sachen hin. Ich habe noch gar keinen richtigen Plan, warum ich das mache, aber es erscheint mir doch recht cool. Zur Info, wir sind immer noch über Kopf. Jetzt sind wir wieder normal. Ich glaube, das hier ist... der Raum, in dem wir im ersten Stock quasi sind. Oder waren. Wenn ich jetzt hier aufmache, müsste ich quasi wieder im ersten Stock sein.
Da vorne warten die Viecher wieder. Nein, gar nicht. Achtung! Luftfiltersystem noch aktiv. Das Betreten der Filterungsröhren ist äußerst gefährlich. Ja, das ist gut. Das möchte ich auch eigentlich gar nicht. Ich... Hallo? Hallo, Security? Oh Gott sei Dank, hier spricht Dr. Kraus. Ich bin in der Hydrostation und versuche Second Engineer Jacob Temple zu orten, komme aber nicht durch zum Maschinenraum. Natürlich weiß ich, dass auf dem ganzen Schiff medizinische Alarmstufe ist. Deshalb suche ich ihn ja. Nein, für den Augenblick sind wir sicher. Aber die Monorail ist defekt und wir können nicht zu den Rettungskapseln. Hallo? Hallo? Okay, das hört sich natürlich nach einer erneuten tragischen Geschichte an. Wir kommen jetzt hier nicht direkt durch die Tür durch, wie man das vielleicht so sehen konnte. Hier ist ganz schön laut, hier wird scheinbar die Luft verbrannt, oder? Ja. Das ist wohl die Luftreinigung. Und wir müssen uns hier definitiv irgendwie durchschlagen. Ich sehe auch schon ungefähr den Ansatz, wie das gehen könnte. Wie gesagt, den Ansatz sehe ich. Und beim nächsten rennen wir hier durch. Okay, nicht so nah dran. Wo kommt die denn her? Die springen aber auch in jeden Rotz rein. Warum stehe ich wohl hier? Weil ich nicht ins Feuer springe. Habe ich den Rhythmus verpasst? Ich würde sagen, einfach rennen, wenn es wieder weg ist. Schön, dass sich mein Anzug auch automatisch quasi in diesen Zustand der Sauerstoffzufuhr schaltet bei den Viechern. Wenn man das jetzt noch selbst machen müsste, dann würde ich das gar nicht schnell genug mitbekommen, dass da jetzt wieder so ein ekelhaftes Viech ist. Und wir haben es auf die andere Seite gepackt. Mit einer kleinen Jump-and-Run-Einlage. Kommen wir jetzt auch in diesen Raum rein. Sehr cool. Was finden wir da denn nicht alles? Energieknoten ist super. Credits ist auch gut. Ja, nicht immer dem Weg folgen. Auch mal gucken. Medipack. Medipacks haben wir jetzt, glaube ich, 2 Stück, um mal kurz reinzugucken in das. Ja, genau. 2 mittlere. Das ist supi. Dann haben wir hier schöne Schuss für unsere... wie heißt die denn nochmal hier? Unsere Strahlenkanone und wir haben noch 6 Cutterschuss und 14 im Magazin, wenn ich das jetzt gerade mal so sehe. Ja, reicht auch erstmal. Aber wir haben auch ganz schön gekämpft jetzt eben. Und dafür, dass wir einfach mal blind irgendwo lang gegangen sind, sind wir ja scheinbar auf der richtigen Fährte. Vielleicht konnte man auch gar nicht irgendwo anders lang gehen oder man kommt immer an den gleichen Platz. Ja, ein Aufzug. Die Musik ist sehr bedrohlich gerade. Erzeugt so einen gewissen, ja, beiläufigen Effekt. Ich bin auch ziemlich angespannt. Denn ich habe so ein bisschen das Gefühl, so, wir sind jetzt hier im Endgame, aber das sind wir ja im Prinzip schon die ganze Zeit. Warnung.
10 Kilotonnen schwere Masse im Lebensmittellager registriert. 10 Kilotonnen. Alter Schwede. Hey, 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 hey. Boah, shit, hey. Ich drücke nur noch E und 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 tot. Wie soll man denn das schaffen, bitteschön? Ja, es wird natürlich haarig, das wusste ich, aber dass das jetzt hier diese Durchsterbeaktion ist, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Wir fahren wieder mal mit dem schicken Fahrstuhl. Und die große Frage ist natürlich, wie kann ich da aus der Lage raus? Hier mein Flammenwerfer, der hat da in der Richtung eigentlich gar nichts gebracht. Vielleicht sollte ich auch einfach ein bisschen hier auf die größere Geschichte hier gehen. Da geht vielleicht ein bisschen mehr kaputt. Warnung, 10 Kilotonnen schwere Masse im Lebensmittellager registriert. Ja, das mit dem Lebensmittellager habe ich mitbekommen. Danke. Au, oh, komm, schieß einfach. Bislang sieht das doch ganz gut aus. Alles eine Frage der Waffe. Ich höre das Schnaufen wieder. Hier ist sauber rausgekommen. Also weglaufen scheint nicht so die ideale Lösung zu sein. Ist aber der erste Impuls. Und dem Ding in den Bauch schießen ist auch nicht gut. So. Vom vorherigen Sterben weiß ich ja, dass da noch so ein Vieh drin hockt. Das müssten ja soweit auch alle Viecher jetzt gewesen sein. Zumindest die dieses komische Giftgas ausatmen. Ja, Kollege. Ja, ja, ja. Bloß nicht in den Bauch schießen. Sonst haben wir ein Problem. Sehr endgültig, diese Sache immer. Wäre ich doch mal cool geblieben. Naja, okay. So ist das halt. Der Schock sitzt tief. Wir haben erstes Stockwerk hinter uns gebracht. Wir haben das zweite Stockwerk, soweit ich das... Wir gucken nochmal nach. Aber im zweiten waren wir jetzt auch. Das
frage ich mich, warum wir da durch die Feuerungsanlage durch mussten. Wir haben eigentlich nichts wirklich aktiviert, was uns hätte weitergebracht. Außer, dass wir vielleicht ein paar Monster erledigt hätten. Ja, eigentlich waren wir da schon. Also ich gehe jetzt in die dritte Ebene. Ja, ist schon ein großer Komplex, wenn man sieht, wie hoch das Ganze ist. Und jeweils über mehrere Meter hoch ein Stockwerk. Und eigentlich haben sie ja so ein bisschen Platz verschenkt, wenn ich mir das so angucke. Oh, Halbleiter, Rubin. Was ist das hier? Okay, also so wie es aussieht, war das hier nur so ein bisschen die Schatzebene. Dann müssen wir eben wieder runter in die zweite Ebene. In der ersten bin ich mir ziemlich sicher, dass wir da alles leer gemacht haben. Die zweite Ebene hat vielleicht noch die eine oder andere Überraschung. Ein Speicherpunkt wäre natürlich auch gar nicht schlecht. Ja, hier waren wir ja definitiv. So, da haben wir das letzte Mal schon gespeichert. Ja, das Kapitel heißt übrigens Gefahr für die Umwelt und ja, wir gehen jetzt einfach mal unseren Brotkrumen nach. Vielleicht gucken wir vorher mal das so, was unser Auftrag über ist. Den Leviathan vergiften. Ich kann das Gift über das Filtersystem der Speisekammer einschleusen. Das sollte da drinnen alles abtöten, was lebendig ist oder war. Ja. Giftkapseln zerstören. 4 von 8. Das Problem ist, wenn ich die Giftkapseln nicht zerstört habe, werde ich wahrscheinlich auch nicht an den Leviathan kommen. Und damit erklärt sich dann auch, warum diese Leviathan-Quest rot ist. Weil ich erstmal noch 4 von diesen Fuzzis da töten muss. Ich gehe jetzt einfach mal dem blauen Strahl nach. Scheinbar müssen wir aus der Gegend hier mal raus. Es wird doch. Mann, bin ich erschrocken. Was ist denn hier los? Jetzt platzen da die Leitungen. Und die Tür ist offen. Die war vorhin noch nicht offen. Was gibt's hier auch für uns eigentlich so? Gar nichts, wenn ich das richtig sehe. Hier ist einfach nur ein Raum. Okay. Mist, ich bin aus Versehen auf den Schalter für unser Medikit gekommen und jetzt habe ich mich aufgetankt. Unnötigerweise. Tja. Ach so, wir waren jetzt in einem dieser Trakt drin. Textlog. Bericht aus dem Chemielabor von Professor Jägerwald an Dr. Cross. Elizabeth. Sicherlich wissen Sie bereits von den organischen Wucherungen, die in einigen Teilen des Schiffs aufgetreten sind. Ich habe die Substanz untersucht und dachte, die Ergebnisse könnten Sie interessieren. Die Zellen ähneln am ehesten denen von Bakterien mit viralem Verhalten. Die bei Bakterien infiziert der Organismus, andere Zellen durch Osmose mutiert dann und reproduziert sich durch Agamogonie. Erstaunlich hierbei ist die Geschwindigkeit, mit der die Substanz wächst.
Ein einzelnes Bakterium reproduziert sich in nur einer Minute bis zu 20 Mal. Etwas Vergleichbares ist mir noch nicht untergekommen. Ich würde meinen Ruf nicht darauf verwetten, aber ich möchte meinen, dass wir es hier mit einer echten außerirdischen Lebensform zu tun haben. Professor Havley glaubt, es könnte ein Habitattransformer sein. Die Mengen an Gasausdünstungen sind enorm, warum es auch so übel riecht. Aber welchem Zweck es dienen könnte, wissen wir einfach nicht. Ich werde sie auf dem Laufenden halten. Heinrich. Ja. Erkenntnisse aus der Wissenschaft. Ist tatsächlich gepackt, dem Fisum den Gar auszumachen, aber zu Kosten, zu Lasten unseres Munitionsvorrates, der jetzt für unseren kleinen Cutter nicht mehr verfügbar ist. Eine Werkbank. Schauen wir mal. Ist jetzt die Frage, machen wir überhaupt mit unserem normalen Cutter weiter oder wollen wir die Strahlenkanone ein bisschen tunen? Hier haben wir die Kapazität und wir haben den Schaden um 3 Punkte erhöhen. Und wir werden jetzt hier mal ein bisschen in Schaden machen. Ich denke, Damage ist immer gut. Dann werden wir die ja am zweithäufigsten benutzen. Und der kleine Cutter bringt uns jetzt reichlich wenig aktuell. Hier tropft es überall. Mist, jetzt habe ich eben mein Energieknoten verbraten. Hier hätte ich jetzt ein bisschen was looten können. Das wäre vielleicht auch nicht schlecht gewesen. Uah. Kollege, 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 was machst du da? Zappelt auf jeden Fall mal ein bisschen rum. Uah. Leute, 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 guckt euch das denn mal an hier. Da kriegst du ja... Boah, da hängen überall die Köpfe hin. Ja, ist schon gruselig. Das darf man nicht zu spät in der Nacht spielen, die ganze Sache hier. Sonst... Wie sieht's mit unserem Cutter aus? Haben wir da mittlerweile wieder ein bisschen Munition? 12 Schuss. Den wechsle ich dann immer, weil die große Knifte dann für die Notfälle geht ja doch schon gut ab. Boah, unglaublich. Hier ist richtig was los. Vegetative Anomalien in der Wachstumskammer Ost registriert. Ja, vegetative Anomalien, was so viel heißt wie irgendwas wächst da, was nicht wachsen soll. Und hier sieht's auch gar nicht mehr gut aus. Ich höre diese Stimme. Gefährliche Anomalie registriert. Ja, und schon sind die Türen zu. Leave me alone, you bad fucker. Immer auf das Gelbe zielen. Ja, das wird eine extra lange Folge. Das sage ich mal jetzt schon im Voraus. Dadurch, dass ich jetzt da wieder rumgestorben bin.
möchte ich natürlich auch ein bisschen wieder weiterkommen, und zwar mit euch. Und möchte es nicht unnötig lang verstückeln, aber ihr müsst doch verstehen, manchmal ist es eben so, dass lange Videos eben auch lange hochladen müssen. Ja, Loot, frischer Loot. Kein Grund daneben zu stampfen. Hä? Da ist doch gerade eben was geplatzt. Irgendwas tropft hier ständig von der Decke. Da ist er schon. Da war eine Wand dazwischen. Die brauchen zum Glück nur zwei Schuss, das ist ganz nett. Diese sogenannte Nebenaufgabe ist eigentlich gar nicht so nebensächlich. Und ein paar Credits. Wir machen unseren Ort und die Luft schöner. Da waren wir jetzt schon drin. Also, es geht wieder über mehrere Stockwerke. Nährstoffhaus wird ersetzt. Komm, lass mich da mal raus. Ist das so ein Freakvieh? Ja. Wie komme ich denn da runter? Das ist ja nervig. Ich möchte runter, bitte. Ja, ist die große Frage, wie komme ich da an den Typen daran? Tja, zeigt mir eigentlich an, dass ich runtergehen soll. Ja, der ein oder andere wird vielleicht auch schon mitbekommen haben, was ich eventuell vorhabe mit diesen Kanistern da. Ist nur mal so ein Versuch. Ich glaube nämlich nicht wirklich, dass das funktionieren wird, aber da muss man echt mal gucken, für was die Teile da gut sind eventuell. Ach Mist, Mensch. Ja, es sagt mir jetzt natürlich, ich soll hoch. Bin ich oben, sagt es mir, ich soll wieder runter.
Ist jetzt ein bisschen seltsam, wenn man sich auf das Teil hier verlässt. Ich soll noch eins hoch, okay. Dann gehen wir noch eine Ebene höher. Hier eigentlich noch irgendwas zu looten. Im anderen Teil gab es ja noch was. Hier gibt es scheinbar nichts mehr. Oh, wow, hier ist echt alles zugewuchert. Klar, wir sollen jetzt wieder runter. Ich folge jetzt einfach ein bisschen stupide diesen Brotkrümelchen. Denn ich kann den da unten nicht killen. Ich habe noch keinen Weg gefunden, wie ich an den rankomme. Ich höre ihn zwar atmen, ich sehe ihn, aber es funktioniert halt nicht. Jetzt soll ich angeblich hier rangehen. Ja, okay. Nährstoffhass wird ersetzt. Tja. Ist da irgendwie reingekommen? Nährstoffhass wird ersetzt. Ich weiß nicht, ob ich ihn getroffen habe oder. Nährstoffhass wird ersetzt. Ja. Schön, hätte mir die ganze Mühe gar nicht so machen müssen. Jetzt ist die ganze Muni weg. Soll ich wieder hoch? Tja. Ich nehme mal an, ins dritte. Ich mache an der Stelle mal eine kurze Folgenpause. Wir sehen uns in der nächsten Episode.